Ich dachte, ich hab ein wenig gegrübelt, aber ich dachte mir, wir geben dem A330 von, wie heißt es nochmal, Jar Design. Ich dachte, wir geben dem Flieger nochmal eine zweite Chance. Der LTU-Flieger war mir dann doch so sympathisch, dass ich mir dachte, wir machen heute Abend einen ganz entspannten Urlaubsflug nach Korfu. Wir müssen ja mit was Positivem anfangen heute. Das ist bei dem Flieger gar nicht schlecht, dass da so viel Ground-Zeugs mit dabei ist. Das sieht ja schon gut aus. Hä, was ist denn da los? Gut, und ich will übrigens nichts hören, dass ich mal wieder zum Friseur müsste. Ja? Weiß ich selbst. LTU 6 Tango Mike on Position 107 Bravo with Information Uniform request startup and clearance to Corfu. LTU 6 Tango Mike, Information Uniform correct, startup approved, clear to Corfu via Warburg, Tri-Quebec Departure, Flight Plan Route, Initial Climb Flight Level 70, Squawk 2321. Zwar, das ist so ein Krampf hier, oder? Gut, Squawk ist drin. Bevor jetzt jemand reinschreiben möchte, nein, es geht nicht mit dem Scrollrad. Normalerweise in einem echten Flugzeug geht auch diese Seite am Boden automatisch auf. Wo man jetzt sehen kann, dass die Türen schon geahmt sind, da kommt der Pusher. Munich Apron, schönen guten Abend. LTU 6 Tango Mike, Position 107, Bravo, Request Pushback. LTU 6 Tango Mike, Munich Apron, good evening. Pushback is approved, facing north. LTU 6 Tango Mike, push approved, facing north. Engine 1 start. Zweite Triebwerk läuft auch, das heißt, das geht wieder auf Norm. Die Spoilers werden geahmt. Das geht auf Takeoff Position, das heißt Flaps 1. So, da ist das Handzeichen. LTU 6 Tango Mike, Request Taxi. LTU 6 Tango Mike, Taxi, Entry November 1 via Next Left, Charlie 2 and Whiskey 1. LTU 6 Tango Mike, Contact Tower on 118.7, goodbye. LTU 6 Tango Mike, 118.7, danke, ciao. LTU 6 Tango Mike, München Tower, Low, Taxi to Holding Point Runway, soweit, Left by November, Alpha 2. LTU 6 Tango Mike, Holding Point 08 Left via November Alpha 2. So, Alpha 2 ist hier in München. Alpha 1, ne? Alpha 2, Alpha 3 ist hier das mittlere Gerät. LTU 6 Tango Mike, behind the pricing austreten, Airbus A3 to Soho, line up runway 08 Left, right behind. LTU 6 Tango Mike, behind departing Austrian A320, lining up runway 08 Left behind. Eurotrans 724 Wind 360 degrees North runway 08 right left. LTU 6 Tango Mike Wind 360 degrees North runway 08 left clear for takeoff. LTU 6 Tango Mike runway 08 left clear for takeoff. So, Wind aus 360, also Crosswind von links. Wir schieben 50% rein. Vorsicht, klein. Gear up. LTU 6 Tango Mike, Kontakt München Radar 123, das ist mein einer schönen Flug auf Wiedersehen. LTU 6 Tango Mike, 123, Niner, danke, ciao. Und Thrust klein. Munich Radar, schönen guten Tag. LTU 6 Tango Mike, passing altitude 3700 feet, climbing flight level 70. LTU 6 Tango Mike, München Servus, identified, climb flight level 150. So, 250 Knoten, Flieger hat beschleunigt, das heißt, wir können die Nase wieder hochnehmen. LTU 6 Tango Mike, direkt Warbor, danke. Direct, Warbor, direct to insert, zack, und dann geht das da rum. So, dann können wir mal von außen gucken, das sieht doch sehr, sehr schön aus, was wir da vorstellen. Autopilot 2 on. 650, tschüss. Also 997 Fuß kann man im echten Flugzeug auch nicht einstellen. Radar, good day, LTU 6 Tango Mike, passing flight level 140, climbing flight level 150. LTU 6 Tango Mike, hello identified, climb level 290, 300 knots or more indicated. So, Condor 2, Hotel Papa. Intuitiv bedienbar. Colonia 714. So, dann fliegen wir in der Speed Selected 310, 309. Okay. Also, das, was man hier oben eindreht, muss logischerweise auch dastehen. Oh, überzeugendes Flugzeug. Also, wir beschleunigen auf 310 Knoten, haben eine Climb Clearance auf Flight Level 92. Das Ganze machen wir logischerweise wieder in Open Climb. Ja. Genau. Stand your mic, your speed to Wien 13435, danke.
13435 with the speed LTU 6 Tango Mike. Danke, ciao. Bean Raider, good day, LTU 6 Tango Mike, passing flight level 220, climbing flight level 290, speed 300 knots or more. LTU 6 Tango Mike, Bean Raider identified, continue initially. Sound ist echt absolut grottig bei dem Flieger, aber das. Gravity 0 Echo Echo Kilo, confirm maintaining 250. Negative, not containing 250, starting descent to first waypoint onto 216. You were not cleared for descent. Climb flight level 250 immediately and confirm setting the correct squawk. Tango arrival 28 right. Rettungsdienst an die Piloten. Das ist ein Rettungsdienst an die Piloten. Ich habe das Gefühl, da müsste ich die R11 Euro nehmen. Alter, was passiert mit dem Flieger? Ich hoffe, ich kann bald wieder Kerosinzüge Richtung München fahren. Kerosinzüge? Sowas gibt es? Ich mag Züge! Kerosinzüge sind Güterzüge mit Kerosin zu den Flughäfen. Gibt es nicht nur nach. Nicht nur nach München. Klar, wie soll das Zeug da hinkommen? Ja, stimmt schon irgendwie. Raider, good day, LTU 6 Tango Mike, Flight Level 330 inbound Sabat. LTU 6 Tango Mike, hello, this is Raider, Raider identified, the Flight Level 330, you are cleared direct to Rota. Erzzüge sind die schwersten Züge mit bis zu 5500 Tonnen und Bremswege etwa 1000 Meter bei guter Schiene. Ja, schade, da ist das ja echt überhaupt nicht beeindruckend, was ich mache. Mit meinem 93,5 Tonnen A321. Vorne seht ihr den Flughafen Korfu. Kann man eigentlich auch straight in da jetzt rein eiern, oder? Nein, also wir fliegen jetzt gleich diesen Anflug hier rum, dann geht es hier, hier ist das Gelände, was ich vorhin meinte, da fliegen wir einmal so drum rum und dann eben mit einem kleinen Offset, das heißt, wir fliegen hier ein gutes Stück aufs Wasser raus und dann so schräg auf die Bahn zu und den letzten Teil dann natürlich visual hier schön an den Bergen entlang auf die Runway 34. Kann man nicht meckern, oder? Mit so einem schönen LTU A330. Köstlich. Köstlich. So. Flaps 1. Flaps 2. 2900 Fuß. Richtig schön tief. Damit es jetzt auch richtig schön unangenehm wird beim Dual Engine Failure. I'm starting to APU. Auto Thrust Off. Autopilot off. 2500. So, Flight Directors off. Speed managed. Gear down. Fahrwerk ist draußen. Dann Flaps 3. Spoilers werden noch geahnt. So, wir haben 3 weiß, 1 rot. Einfach schön, oder? 500. Hundred above. 50, 40, 30, 20, 10, 5. Köstlich. Köstlich. So. 70 Knoten, idle reverse. Auto break off. Da wären wir ja. Hallo. Ich hab die Autobike doch rausgetreten. Flugzeug? Hä? Hallo, da sind andere Flugzeuge im Anflug. Ich habe eine Kleinigkeit gefunden. Und zwar die automatische Bremse. Man hätte
rausgehen sollen, die ist drin geblieben. Dann gehen die Spoiler wieder rein. Die Klappen fahren wir auch wieder ein. Hervorragend, also sehr gutes Flugzeug. Und dann machen wir mal schnell Platz, damit die anderen Jungs hier auch noch landen können und Mädels. Engine 1 off, Engine 2 off. Sehr schön. 20, 10, 5. Vielen Dank für den schönen Stream. Macht es gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.